Willkommen bei Gartenburg. Jetzt wollen wir mal einen Adapter für unseren Staubsauger bauen. Jeder kennt das ja, über die Jahre sammelt sich alles mögliche an Düsen und Krempelkram an oder auch nicht. Aber ich hebe mal alles mal ein bisschen auf. Und jetzt will ich hier für unseren Staubsauger einen kleineren Düsenaufsatz nehmen. Der Original ist jetzt so groß, aber das ist für mich unpässlich, weil da kommt man wieder nicht unter Stühle und überall in Ecken, Kanten. Also habe ich einen kleineren. Passt natürlich nicht. Also baue ich einen Adapter. Jetzt habe ich überlegt, irgendwo ein Kunststoffrohr habe ich auch gefunden. Ist hier vom Abfluss. Jeder kennt das bestimmt, wenn er mal unter seine Abwäsche guckt. Irgendwo kommt aus der Wand meistens dann der so raus. Das sind normale Abflussrohre. Die gibt es natürlich in allen möglichen Größen. Die gibt es auch größer. Das ist die kleinste Größe, die ich hier gefunden habe. So, habe ich hier ein Stückchen abgesägt. Ja. Hier passt es nur noch nicht, aber auf das andere Gegenstück, so bin ich auf die Idee gekommen, beim Probieren passt. Ja? Und da das ja hier konisch ist bei den Ansaugrohren, wäre das jetzt fest und ich kann es abnehmen. So, jetzt muss ich es hier bloß noch passend machen. Ich habe das also abgesägt, dann vorher ein bisschen entgratet mit Sandpapier. So, jetzt ist das hier zu knapp. So, und da ist das ganz einfach bei den Kunststoffrohren. Ich mache das hier mal zwischen, brauche ich es nicht mal festhalten. Da habe ich eine Heißluftpistole. Und jetzt erwärme ich das schön vorsichtig. Nicht, dass das sieht man, wenn es zu heiß wird, dann wird es flüssig werden. Jetzt braucht keiner Angst zu haben, dass das hier anfängt zu brennen. Dann müsste ich hier schon eine Stunde lang das draufhalten und selbst dann wird es bloß schmoren, weil das hier Holz ist. Da braucht man also keine Angst haben. Außerdem bin ich ja dabei. So, und jetzt mit Geduld, von innen am besten immer schön. Also schön mit Geduld. Ich denke mal, das reicht. Probieren geht aber studieren. Empfehlenswert ist, einen Handschuh anzuziehen, weil die Wärme ja hier durchgeht. So, jetzt ist das weich und jetzt einfach bloß erstmal ein bisschen und nicht ganz durchdrücken, ja, damit das konisch bleibt, wie man so sagt. Also das Rohr ist jetzt hier dünner als da, damit man das Teil hier auch mal wieder abmachen kann. Bewegen also, bis es abkühlt, weil sonst zieht sich so zusammen, dass es gar nicht mehr geht. Dann ist es fest. Um dann wieder zu lösen, muss man es wieder warm machen. Mal sehen, ob es so schneller geht mit ein bisschen frischer Luft. Nicht zu weit. Also das ist jetzt wirklich bloß so viel hier drauf, damit man es immer wieder mal ein Stückchen nachdrehen kann. So, jetzt hat sie schon ein bisschen abgekühlt. Wenn ich das jetzt, könnte ich natürlich auch ein kaltes Wasser machen, dann bleibt es mit einem Schlag fest. Dann kann es passieren, dass ich das dann auch nicht bewegen, nicht mehr bewegen kann. Also es ist noch, ich kann es schon anfassen, aber es ist noch sehr warm. Aber probieren kann ich schon mal. Meine Idee war also okay. Ich kann also ganz bequem jetzt überall, na, ich will jetzt ja mit der Staubsauger, die ist natürlich nicht hier draußen in unserer Werkbank saugen, aber ich kann jetzt hier bequem, da wo ich saugen will, dann nochmal im Gartenhäuschen, brauche ich nicht noch einen zweiten Staubsauger, der kleiner ist, kann ich unseren größeren nehmen. Ja, ist also bequem, habe ich einfach bloß von einem anderen Staubsauger durch dieses Rohr ja, eine Lösung gefunden. Ja, denn jetzt die passende Düse zusammenzukaufen, irgendwo und zu suchen, dass man eine kleine kriegt als die original große Düse. Oh, das ist ja unnötig Zeit. Da bin ich jetzt schneller mit meinem Rohr hier, das schnell zurecht zu basteln. Ja. Und jetzt kann ich zumindest alles, was Standardrohre sind, von den kleineren, die für einen Haushalt Staubsauger, die sind fast alle identisch, die Größen hier, das passend machen. Dann sollte ich noch eine andere Sorte haben von Rohr, na dann baue ich mir noch so einen Adapter. Und wenn man sie nicht verwechseln will, macht man sich ein Kreuz dran oder was weiß ich, oder einen Strich mit irgendwas, dass man sie unterscheiden kann. So, jetzt weiß ich, der mit dem Kreuz, das ist für die Düse und man kann es sich so dran schreiben. Es gibt ja Stifte, die nicht abwaschbar sind. So, und jetzt bin ich zufrieden. Und habe auch so ein Stückchen Rohr, was ich hier abgeschnippelt habe. Das hebe ich trotzdem auf, wenn man mal irgendwo mal wieder eine Wasserleitung zu verlegen hat oder eine Abflussleitung. Dann, da man immer mal verschiedene Längen braucht, normal ist das ja.
das im Baumarkt dann sieht, ist dann, dass die wäre dann die gefehlt schon ein Stückchen, wäre das die normale Länge, die gibt es so lang. Ja, und selbst wenn ich das Rohr hätte jetzt kaufen müssen, ich habe es nur noch im Lager gehabt, ist es immer noch viel, viel preiswerter als hier so ein Düsenaufsatz, was weiß ich, für 50 Euro zu kaufen. Denn Zubehör ist ja meistens teurer als das Gerät in der Gesamtheit, wenn man das so mal aufrechnet. So ein ganzes Gerät, sagen wir mal, kostet 100 Euro und ein Zubehörteil kostet dann schon mal 30 bis 50 Euro. Ja, das wäre dann schon unrealistisch. Also komme ich doch so mit meinem schicken Kunststoffrohr, nachher noch ein bisschen putzen, fertig. Ja? Also mit ein bisschen Geduld, Handschuhe nicht vergessen, ruckzuck hat man sich auch an Kunststoff verbrannt. Ja. So. Das war's jetzt. So, viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal.